Das war zu erwarten, denn wir öffnen mehr und mehr und wir sind auf einem eigentlich sehr niedrigen Niveau. Das heißt, da war eine Plateaubildung auf niedrigem Niveau zu erwarten. Es ist durchaus möglich, dass mit weiteren Öffnungsschritten es auch wieder zu einem geringgradigen Anstieg kommt. Ich hoffe, dass der Anstieg nicht zu stark ausfallen wird. Das wird vor allem darauf ankommen, ob wir diese Variante Delta, also diese aus Indien stammende Variante, vermehrt nach Österreich bekommen. Ich hoffe nicht. Sie haben es gerade angesprochen, die Delta-Variante gibt zu denken. 40% ist sie ansteckender als B.1.1.7. Das ist die sogenannte Alpha-Variante, früher auch bekannt als britische Variante, die jetzt das Infektionsgeschehen praktisch übernommen hat. Aber wie ist das möglich? Großbritannien steht jetzt vor einer neuen Welle, eben mit dieser Delta-Variante, obwohl hier eine sehr, sehr hohe Durchimpfung stattgefunden hat. Wie kann sich dann dennoch diese Delta-Variante in Großbritannien derartig ausbreiten? Naja, Großbritannien hat aufgrund der bekannten langen intensiven Verbindungen mit Indien, war ja schließlich eine indische Kronkolonie, sehr viel Viruseintrag durch Reisende aus Indien auf einmal gehabt. Das heißt, es haben sich gleichzeitig sehr viele Cluster gebildet. Das haben wir in Österreich ja nicht. Das heißt, wir können in Österreich sehr wohl noch genau darauf achten, wo immer diese Virusvariante auftritt und dann regional Maßnahmen setzen. Also ich gehe nicht davon aus, oder hoffe zumindest, dass wir keine solche Situation wie in Großbritannien in Österreich bekommen werden. Könnte es aber auch sein, dass Reiserückkehrer diese Delta-Variante mit einschleppen nach Österreich im Laufe des Sommers zum Beispiel? Dürfen ja Britinnen und Briten derzeit ohne große Hürden in Spanien urlauben und einreisen? Da kann es ja passieren, dass die Österreicherinnen und Österreicher hier in Spanien auf die Britinnen und Briten treffen und dann die Delta-Variante wieder mitbringen. Wie wahrscheinlich ist das? Das wird natürlich vorkommen, vereinzelt hoffe ich nur. Und deswegen müssen wir auch über die Sommermonate hinweg nach wie vor sehr darauf achten und nach wie vor testen, um erkennen zu können, ob sich in Österreich Cluster mit dieser Delta-Variante bilden und dann eben sofort regionale Maßnahmen setzen. Es ist jetzt immer wieder zu hören, dass die Impfstoffe, die aktuell eingesetzt werden, einen nicht so guten Schutz bieten gegen die Delta-Variante wie gegenüber anderen Varianten, die derzeit in Europa und auf der Welt grassieren. Wie schätzen Sie die Impfschutzwirkung ein gegenüber Delta bei den gängigen Impfstoffen derzeit? Also die wenigen Publikationen, die es diesbezüglich gibt, besagen, dass entweder ein voller Impfschutz auch gegenüber der Delta-Variante da ist oder aber ein geringfügig eingeschränkter Impfschutz, aber kein massiv eingeschränkter Impfschutz. Also ich bin derzeit, nach dem, was wir derzeit wissen, durchaus zuversichtlich, aber wir müssen natürlich noch weitere Studien abwarten. Immer wieder, dass einige sich jetzt zurücklehnen und sagen, wenn sie einmal geimpft sind, das reicht. Würden Sie den Österreicherinnen und Österreichern raten, unbedingt den zweiten Impftermin wahrzunehmen, auch mit Hinblick gegenüber dieser doch sehr ansteckenden Delta-Variante? Genau, Herr Havlik, Sie sprechen es an, das ist der Punkt. Eine der Untersuchungen, die am Tisch liegt, besagt, dass Menschen, die nur eine einmalige Impfung bekommen haben, durchaus sich mit dieser Delta-Variante infizieren können. Aber jene, die die volle Grundimmunisierung bestehend aus zwei Teilimpfungen erhalten haben, praktisch nicht. Daher ist es enorm wichtig, dass sich die Menschen auch das zweite Mal impfen lassen. Mit einer Ausnahme. Es gilt nach wie vor die Regelung in Österreich und die ist auch richtig und gut so, dass Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren oder zumindest infiziert waren, dass für diese Menschen eine einmalige Auffrischungsimpfung ausreicht.
Sie sagen, zweimal sollte man sich eben impfen lassen, aber wenn man sich mit den Impfstoffen etwas näher auskennt, weiß man, dass es ein zugelassenes Präparat gibt, das nur einmal verimpft wird, nämlich Johnson & Johnson. Kann man davon ausgehen, dass der J&J-Impfstoff gegen Delta dann nicht wirkt? Ich gehe davon aus, dass er teilweise wirkt. Und wahrscheinlich müssen sich jene Personen, die mit dem Johnson & Johnson Impfstoff geimpft wurden, sich ohnehin im Herbst einer Auffrischungsimpfung unterziehen. Aber bis dahin sollte doch einigermaßen ein guter Schutz da sein, zumindest gegen einen mittelschweren und schweren Krankheitsverlauf. Also Sie sehen abschließend zu dem Delta-Thema keine Gefahr für den Sommerurlaub Juli, August. Für alle Altersklassen, wer voll immunisiert ist, kann sich, wenn man sich an die Maßnahmen hält, durchaus einen schönen Sommerurlaub im europäischen Ausland machen. So könnte man das zusammenfassen. Blicken wir jetzt zu einer weiteren deutschen Studie, die ich gerne noch mit Ihnen besprechen würde, und zwar eine Kreuzimpfung, eine Kombinationsimpfung. AstraZeneca kombiniert mit BioNTech Pfizer, und da ist heute ganz aktuell am Vormittag herausgekommen, Geimpfte entwickeln eben nach dieser Vakzinkombi 10-mal mehr Antikörper. Also wäre es dann ratsam für alle Personen, die in Österreich eine einmalige AstraZeneca-Impfung bekommen haben, bei der Zweitimpfung auf BioNTech, Pfizer oder Moderna zurückzugreifen? Ist das in Österreich überhaupt möglich? Also das österreichische nationale Impfgremium hat bisher nach wie vor die Empfehlung ausgegeben, dass man sich mit dem homologen, also dem gleichen Impfstoff, auch das zweite Mal, auch die zweite Teilimpfung damit bekommen sollte. Aber in Anbetracht dieser Studie der Charité Berlin scheint es angebracht zu sein, dass man diese Vorgangsweise überdenkt. Und ich persönlich wäre durchaus dafür, jetzt in Anbetracht dieser Studie sehr wohl auch in Österreich zu überlegen, dass Menschen, die als erstes AstraZeneca verimpft bekamen, vielleicht doch die Möglichkeit erhalten sollten, als Zweitimpfung den Pfizer-Impfstoff zu bekommen. Denn diese Kombination wurde in Deutschland evaluiert und da ist man eben zu diesem Schluss gekommen, den Sie gesagt haben. Im Übrigen, die Zweitimpfung mit Pfizer war in dieser Studie 10 bis 12 Wochen nach der Erstimpfung mit AstraZeneca. Also ich hoffe, dass das auf die Agenda des österreichischen nationalen Impfgremiums kommt und dass man das in Österreich auch in Erwägung zieht. Natürlich werden jetzt Personen hellhörig, die schon zweimal mit AstraZeneca geimpft wurden. Haben die jetzt einen deutlich geringeren Impfschutz? Also haben die da etwas zu befürchten, auch mit Hinblick auf den Sommer bezüglich der Varianten, dass man hier dann nicht genügend geschützt ist, wenn man jetzt zweimal Astra erhielt? Nein, also das denke ich nicht. Im Übrigen wird es ja so sein, dass angedacht ist, vielleicht im Herbst ja doch eine Auffrischungsimpfung vornehmen zu lassen. Warum im Herbst? Das ist eben Beginn der Saison für Atemwegsinfekte im Allgemeinen, also Grippe, aber auch dieser Coronavirus-Infektion. Also eine Auffrischungsimpfung gerade vor der kritischen Saison wäre natürlich gut, damit wir gut durch Herbst und Winter kommen. Aber für den Sommer, den Sie angesprochen haben, sehe ich kein Problem, dass Menschen mit einer zweimaligen AstraZeneca-Impfung im Urlaub oder so sich infizieren. Also ich gehe nicht davon aus. Gehen jetzt auf das Reiseverhalten in diesem Sommer über. Viele sind dann doch, obwohl sie geimpft sind, etwas skeptisch. Man sieht jetzt auch immer wieder Personen am Flughafen mit einer doppelten Maske, obwohl sie bereits voll immunisiert sind. Was empfehlen Sie den Personen, die bereits zweifach ihre Impfung erhalten haben? Wie sollen sie sich denn jetzt im Urlaub verhalten? Man soll ja jetzt nicht unbedingt jetzt panisch im Urlaub sein, sage ich einmal, dann ist es ja auch keine Erholung. Biden ist zum Beispiel jetzt nach Europa gereist mit einer doppelten Maske. Welche Tipps und Tutorials haben Sie denn da für einen entspannten Urlaub auch in Pandemiezeiten?
Also ich meine schon, dass eine vollständige Grundimmunisierung bestehend aus zwei Teilimpfungen, egal mit welchem Impfstoff dies erfolgt ist, einen sehr guten Schutz bietet und dass sich diese Menschen durchaus relaxed in den Urlaub begeben können. Und diese doppelte Maske, die jetzt Joe Biden trägt, wenn wir auf dieses Thema noch mal kurz zu sprechen kommen, ist das speziell bei Flugreisen ratsam? Warum greift hier der US-Präsident auf diese Maßnahme zurück? Sieht man unter anderem jetzt auch beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der jetzt auch beim Medientermin immer diese doppelte Maske trägt? Ja, also eine doppelte Maske ist in keiner Weise notwendig. Wo ich schon dafür bin, ist, solange Maskenpflicht in Österreich da ist und angeordnet ist, in bestimmten Bereichen doch eine FFP2-Maske zu tragen. Denn die schützt nun einmal besser gegenüber Viren in Form von Aerosolen. Also auch wenn es irgendwann bei uns mal kommen sollte, dass man einen normalen Mund-Nasen-Schutz wieder tragen könnte, würde ich empfehlen, doch noch diese weiteren 2 oder 3 oder 4 Wochen eine FFP2-Maske zu verwenden. Denn ich gehe davon aus, dass im Laufe des frühen Sommers ohnehin die Maskenpflicht in weiten Bereichen fallen wird und nur in ganz seltenen Bereichen, zum Beispiel in Spitälern, wird sie noch beibehalten werden. Sprechen es an, weitere Lockerungsschritte nahen, also zum Beispiel auch am morgigen Donnerstag. Hier wird die Sperrstunde nach hinten verlegt von 22 Uhr auf 0 Uhr und ab 1. Juli gilt dann praktisch keine Sperrstunde mehr. Also hier kann man dann wieder, solange man will, im Wirtshaus sitzen, solange der Wirt halt geöffnet hat. Wie sehen Sie jetzt die Lockerungsschritte, die Österreich jetzt plant? Ja, also in Anbetracht der Infektionslage in Österreich, aber auch in Europa allgemein, sind diese Maßnahmen möglich. Wir müssen natürlich nach wie vor die Zahlen weiter verfolgen. Wie schon gesagt, ich gehe davon aus, dass sie im Laufe des Sommers nicht wahnsinnig steigen werden. Ich hoffe, dass die Impfungen auch rasch voranschreiten. Denn die bieten dann natürlich eine deutlich vermehrte Sicherheit, wenn es in den Sommer hineingeht. Ab wann ist Ihrer Meinung nach so ein kritischer Wert, wo auch die Politik wieder hellhörig werden müsste? Naja, ich möchte das nicht an einem bestimmten Wert festmachen. Wir müssen einfach die Situation beobachten. Ich glaube eher, dass es sich um regionale Cluster handeln wird, die dann einfach möglichst schnell detektiert werden müssen und dann eingegrenzt werden müssen. Und ich glaube, dass das Österreich inzwischen recht gut im Griff hat. Blicken wir jetzt noch zu einem weiteren spannenden Thema, das wir in den vergangenen Tagen auch schon oft hier gemeinsam im Studio hier diskutiert haben. Das ist die Impfung der 12- bis 15-Jährigen. Viele nach wie vor skeptisch, was hier diese Impfung anbelangt, obwohl wir hier schon wirklich große Aufklärungsarbeit geleistet haben. Vielleicht noch einmal von Ihnen kurz auf den Punkt gebracht, warum kann man die 12- bis 15-Jährigen ohne Bedenken hier mit BioNTech/Pfizer impfen lassen? Mit BioNTech/Pfizer und wahrscheinlich bald auch mit Moderna, denn auch Moderna hat die Zulassung für die ab 12-Jährigen bei der EMA, der Europäischen Zulassungsbehörde, jetzt eingereicht. Also wahrscheinlich werden bald beide mRNA-Impfstoffe für Kinder ab 12 Jahren zur Verfügung stehen. BioNTech/Pfizer wurde bereits in den USA und in Kanada an über 1 Million Kinder dieser Altersgruppe verimpft, ohne dass besondere Nebenwirkungen aufgetreten wären. Also insofern können wir schon auf die Erfahrung der Amerikaner zurückgreifen. Außerdem ist eigentlich vom virologischen her nicht anzunehmen, dass großartige Nebenwirkungen bei Kindern auftreten. Trotzdem wäre es wichtig, dass sich Kinder auch impfen lassen. Denn denken Sie an die 3G und den grünen Pass, der ab 1. Juli kommen wird. Kinder wollen auch ihre Freiheiten, speziell jetzt nach 14 oder 15 Monaten Pandemie.
Und wenn sie geimpft sind, dann haben sie diese Freiheiten. Kinder wollen ganz sicher oder Jugendliche sich nicht jeden zweiten Tag testen, denn sie wollen ja durchaus auch spontan etwas unternehmen. Und das wird wahrscheinlich nur mit Impfungen möglich sein.